damit, meine lieben Freunde, sage ich schon wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Wir sind in der Realität mit Desmond und machen weiter. Wir sind in der Abstergo. Wir sind bei Abstergo drinne und sollen unseren Vater retten. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt bitte. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signale. Du musst den Rest des Weges klettern. Aufzugsschacht hoch. Schickt jemanden rein. Hä? Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Schon gut. Ich aber. Schönes Ding, Alter. Läuft doch wie ein Schnürchen hier. Ah, ich soll das nicht so laut sagen. Ich glaube, der eine ist da gerade irgendwie voll weggepackt, ey.
Fall, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hallo? Über die Bäume oder was? Heftig. Ach so. Ah. Okay, jetzt geht die Tür auf. Eben ging sie nämlich nicht auf. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Was zum Teufel war das? Los, Alter. Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schonen und Ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger nicht wert. Jawohl. Ich hab ihn. Das ging aber schnell. Damals brauchte ich ein bisschen länger. Wo ist Willi? Wir wollen der Welt helfen, Desmond. Sie vor sich selbst retten.
aber sie stehen ihm im Weg. All unsere Arbeit. Oh, toll. Bisschen zu viel angehäuft hier. Ihr alle. Und will es von jemandem noch ein, wäre ich böse, dass unser Werk falsch ist. Aber wir bereichern das nicht. Wir retten es, verbessern es. Aber ihr macht Hallo? Alles kaputt. Und nehmt, was euch nicht gehört. Jawoll. Krasse Scheiße. Perfekt pariert und all die Scheiße. Oh Scheiße. Oh nein. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansagen. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Hier ist er. Halt! Nein! Holy moly. Ach, du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Drücken Sie Energie des Apfels aufzuladen. Jawohl, schön. Fertig. Das Ende ist nah. Trophäe erhalten. Oh, hier regelt's Trophäen. Yeah. Finde ich immer gut. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Wo ploppt sie denn auf? Also das letzte wäre, glaube ich, jetzt hier hinten. Genau da, wo sie jetzt aufploppt. Genau da. Hier müsste es, glaube ich, jetzt hochgehen. Wir schauen. Nee, da geht's da hoch. Wo geht's denn jetzt hier hoch zu ihr da? Wir müssen ja zu ihr da jetzt hoch. Aber ich glaube, da bei der Treppe war ich richtig. Ich glaube, da hatte ich letztens von ihr versehentlich was aufgemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Halt, da oben. Ich hab's gerade gesehen. Eine neue Welt näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen,
denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz, doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Mhm. Na, jetzt klettert er darüber. Das Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse. Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er und zerfällt zu Staub. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß, eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Doch zum Verlassen brauchte man etwas mehr, etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich, was tut sich abzuwenden?
So. Das hätten wir geschafft. Das war's es auch mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 3 Remastered. Und dann geht es an der Stelle weiter. Vergesst nicht ein Däumchen nach oben da zu lassen, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis dahin sage ich ciao, ciao.